Die jüngste UAP-Anhörung im US-Kongress hat uns mehr Fragen als Antworten beschert. Was halten wir davon? Bei mir ist jetzt Luis Elizondo, der ehemalige Leiter des geheimen UFO-Forschungsprojekts ATIP im Pentagon. Willkommen in der Sendung, Luis. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Eine Freude. Schön, dass du hier bist. Ich bin sicher, du hast die Anhörung auch mit großem Interesse verfolgt, so wie ich. Was war dein Eindruck davon? Naja, ich habe mir viele Notizen gemacht, sagen wir es mal so. Ich denke, es gibt sowohl Positives als auch Negatives. Wir müssen die Erwartungen eben zurückschrauben. Erstmal war das wirklich ein historischer Moment für dieses Thema und für mein Land, ganz sicher. Zum ersten Mal seit über 50 Jahren haben Regierungsvertreter die Kongressmitglieder über UFOs informiert. Das ist eine ziemlich große Sache. Das letzte Mal haben wir das gegen Ende von Project Blue Book gemacht, als hochrangige Beamte der Luftwaffe den Kongress informierten. Und jetzt, mehr als 50 Jahre später, waren es hochrangige Beamte des Verteidigungsministeriums. Also nicht mehr nur eine Waffengattung, sondern das gesamte Verteidigungsministerium, vertreten durch die Geheimdienste. Es gibt also mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Zweitens denke ich, dass einige der Aussagen, die gemacht worden sind, für das Thema hilfreich waren und dass es jetzt keinen Schritt mehr zurück gibt. Sie erkennen an, dass UAPs tatsächlich existieren, dass es technische Geräte sind und dass sie ein Problem für die nationale Sicherheit darstellen. Und all diese drei Sachen wurden bei der Anhörung auch bestätigt. Und der Kongress hat einige ziemlich gute Fragen gestellt. Und es ist auch wichtig zu erwähnen, dass das wohl nicht die einzige Anhörung bleiben wird. Es wird noch weitere geben. Was die Öffentlichkeit mitbekommt, ist aber nur der nicht geheime Teil der Anhörung. Danach gab es eine Pause und einen weiteren geheimen Teil für die Kongressabgeordneten, in dem weitere Informationen besprochen wurden. Das sind die guten Aspekte der Anhörung. Und jetzt zu den negativen Aspekten. Es gab viele Widersprüche seitens des Verteidigungsministeriums, insbesondere über die Frage, was es tut, wie es das tut und was man erwarten kann. Und wenn du willst, können wir auf einige Widersprüche genauer eingehen. Ja, absolut. Und eine Sache ist mir sofort aufgefallen, als ich den stellvertretenden Direktor des Marinegeheimdienstes Scott Bray sagen hörte, wir haben kein Material und keine Strahlung, die darauf hindeuten, dass es sich um etwas Nichtirdisches handelt. Was sagst du dazu? Soweit ich weiß, hast du dich da früher in Interviews etwas anders geäußert. Ja, reden wir doch mal drüber. Was haben sie denn genau gesagt? Wir haben hier die Transkripte. Sie haben nicht von der US-Regierung gesprochen, sondern nur von der Taskforce. Und was ist denn die Taskforce? Vor ein paar Monaten haben wir erfahren, dass die Taskforce aus genau zwei Leuten besteht, die Vollzeit daran arbeiten. Also zwei Leute in der Taskforce, die es seit anderthalb Jahren gibt, die sagen also, dass sie keinen Zugang zu irgendwelchem Material haben. Naja, das stimmt. Aber die Frage, die man sich stellen muss, lautet, ist die US-Regierung im Besitz von irgendwelchem exotischen Material? Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, was ich hier sage. Aber wie man sieht, hat das Verteidigungsministerium sich bei der Unterrichtung des Kongresses in Widersprüche verwickelt. Sie haben gesagt, wir haben ATIP im Auge, wir wissen von ATIP und wir wissen von Project Blue Book. Und die Taskforce macht gerade weiter und sammelt Informationen. 400 neue Vorfälle, die sie überprüft haben. Aber als sie gefragt wurden, was sie in der Zwischenzeit unternommen haben, ich glaube, es war der Abgeordnete Gallagher, der fragte, was ist mit den Programmen zwischen Blue Book und ATIP, von denen wir übrigens wissen, dass es sie wirklich gab. Wie war die Antwort darauf? Erinnerst du dich? Wir sehen uns diese Informationen nicht an. Wir haben sie nicht, wir greifen nicht darauf zu. Ja, wir reden nur über offizielle Programme, die wir in den Akten haben oder so, hat er gesagt. Ja, genau. Aber weißt du was? Es gibt noch andere offizielle Programme, die in den Akten stehen. Ein Beispiel, und das war schon fast peinlich, es tut mir leid, dass die das durchmachen mussten, aber sie wurden vom Abgeordneten Gallagher über den Malmstrom-Zwischenfall hier in Montana befragt, bei dem ein ganzer Verband von Atomsprengköpfen vom Netz genommen wurde. Auf die Frage, ob sie davon wüssten, sagten sie, na ja, wissen Sie, wir befassen uns nicht wirklich viel mit solchen öffentlichen Überlieferungen, weil wir nur die offiziellen Berichte lesen. Also ich will ja hier keine schlechten Nachrichten überbringen, aber da gab es offizielle Berichte. Es gibt tatsächlich Berichte des Verteidigungsministeriums über diesen Vorfall. Einer der Kommandeure wurde sogar von Geheimdienstmitarbeitern befragt. Das kann man sich alles online durchlesen. Da gibt es ein vom Informationsfreiheitsgesetz freigegebenes Dokument.
ursprünglich ein Geheimdienstprodukt der US-Regierung zu diesem Vorfall. Also allein die Tatsache, dass die Taskforce nicht einmal ihre eigenen Informationen kennt, die sich im Besitz der eigenen Regierung befinden, das ist sehr peinlich. Das ist bezeichnend für die Tatsache, dass sie in der Antwort auf die Frage sagen, dass die Taskforce nichts davon weiß. Ja, das stimmt. Aber ihr solltet es wissen, ihr müsst eurer Sorgfaltspflicht nachkommen, ihr müsst euch die anderen Fälle angucken. Ich habe Mitte der 80er Jahre einen Menschen persönlich getroffen, der ein ähnliches Programm wie ATIP geleitet hat. Und er hat es mir gegenüber zugegeben. Er sagte, ich habe dein Programm in den 80er Jahren betrieben. Wo sind also diese Informationen? Die vielen Steuerzahler haben Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Dollar für einige dieser Programme ausgegeben. Und jetzt wollt ihr uns erzählen, dass wir einfach weitermachen und nur nach vorne schauen? Sollen wir das Rad neu erfinden? Sollen wir noch einmal von vorne anfangen? Und wir werden auf keine der historischen Infos zugreifen? Ja, warum wurde OSAP eigentlich nicht erwähnt? Weißt du, ich kann mich dazu nicht äußern und will sehr vorsichtig sein, weil viele Leute denken, dass ich viel mehr daran beteiligt war, als es wirklich der Fall war. Ich wurde 2008 dazugeholt, um etwas aufzubauen, und das habe ich immer betont. Ich war nur am Rande beteiligt, aber ich wurde hinzugezogen, um ein Sicherheitsportfolio für die Spionageabwehr von ATIP aufzubauen, das damals unter dem Dach von OSAP angesiedelt war. Und als der Direktor im Jahr 2010 ausschied, wurde ich gebeten, das Ressort zu übernehmen. Aber ich war nur an ATIP interessiert. Wir haben ATIP einfach fortgeführt. OSAP durfte weiterlaufen, aber ich hatte nicht wirklich mehr damit zu tun. Und darum haben wir jetzt all die Informationen über den Fall der USS Roosevelt im Jahr 2015 und viele andere Vorfälle, eben weil ATIP weiterlief. Und das war mein Schwerpunkt. Aber wenn du etwas mehr über OSAP wissen willst, solltest du mit dem früheren Direktor von OSAP sprechen. Er kann dir dann seine Sicht der Dinge schildern. Ja, ich habe mit Colin Keller darüber gesprochen. Ich frage dich das nur, weil OSAP ja eine ganze Reihe von Dokumenten und Berichten an das Verteidigungsministerium geschickt hat, darunter auch Fallberichte über Expeditionen nach Brasilien und so weiter. Und wenn man jetzt Mr. Bray und Mr. Moultrie zuhört, dann klingt das so, als hätten sie nur ein paar winzige Sekunden von Videos zu sehen, die sie von ein paar Piloten bekommen haben. Wie passt das alles zusammen? Ja, das ist wirklich eine Schande. Ich glaube nicht, dass sich das Verteidigungsministerium damit einen Gefallen getan hat. Ich möchte Ihnen trotzdem einen Vertrauensvorschuss geben. Ich weiß es zu schätzen, dass Moultrie und Bray gekommen sind, um uns zu informieren. Das sind zwei hochintelligente Leute. Meine Sorge ist nur, dass sie nicht die Informationen erhalten haben, die sie brauchen, um Erfolg zu haben. Und das finde ich besorgniserregend, denn es ist wirklich ein Versagen des Systems. Sie haben an einer Stelle erwähnt, dass sie alle Hände an Deck haben, um dieses Vorhaben zu verfolgen. Aber wenn man nur zwei Leute einsetzt, dann sind das genau vier Hände. Das sind nicht gerade viele Hände an Deck. Ja, wie kommt es eigentlich, dass die nicht Bescheid wissen? Brian Bender von Politico hat ja kürzlich einen Artikel geschrieben, in dem er einen ungenannten Beamten des Verteidigungsministeriums zitiert. Der sagte, es wird sehr schwierig sein, alte Programme aufzudecken, von denen wir aus mündlichen Befragungen wissen, und dass es Maßnahmen geben muss, um die Leute zur Rechenschaft zu ziehen, aber auch um ihnen die Chance zu geben, für eine gewisse Zeit reinen Tisch zu machen. Was denkst du darüber? Also, wer auch immer das ist, er oder sie hat völlig recht. Ich denke, wir müssen eine Art Amnestie für einzelne Personen einführen und versuchen, die allzu restriktiven Geheimhaltungsvereinbarungen zu locken, damit sie sich outen und mit den zuständigen Behörden sprechen können. Sei es im Verteidigungsministerium, bei den Geheimdiensten oder letztendlich im Kongress. Denn der Kongress muss Bescheid wissen. Und solange man den Leuten mit diesen überzogenen Geheimhaltungsvereinbarungen droht, ist das einer der Gründe, warum ich mich nicht in den sozialen Medien verteidigen kann. Denn es ist so, als würde man mit beiden Händen auf dem Rücken gefesselt in einen Boxring geschickt werden. Ich kann mich nicht wehren, denn wenn ich das tue, würde ich sehr sensible Informationen preisgeben, für die ich dann Ärger kriege. Das ist also schwierig. Aber wenn man diese Amnestie einführt, und da gibt es ja ein Gesetz, das besagt, dass man sich melden kann, wenn man in der Vergangenheit an solchen Aktionen beteiligt war, dann glaube ich, dass wir wirklich vorankommen könnten. Und ich bin optimistisch. Ich glaube, dieser Tag wird kommen. Ich glaube, die Verantwortlichen haben erkannt, dass sie so etwas tun müssen, wenn sie die ganze Geschichte der US-Regierung in diesem Bereich erfahren wollen.
Und ich denke, das würde sehr hilfreich sein. Ich glaube, wir würden jetzt eine ganz andere Diskussion führen, wenn es so wäre. Du willst also sagen, dass wir sowas wie ein Amnestieprogramm für Leute brauchen, die vielleicht in einem unbestätigten Sonderzugangsprogramm arbeiten, das sich mit solchen Sachen beschäftigt? Korrekt. Okay, also verstehe ich das richtig? Du gehst davon aus, dass es solche geheimen Sonderzugangsprogramme gibt, die sich ohne die Aufsicht des US-Kongresses mit solchen Sachen beschäftigen? Also dazu kann ich nichts sagen. Ich würde es gern tun, aber ich darf mich nicht äußern. Okay. So, my last question. Gut, letzte Frage, Luis. Du wärst wahrscheinlich einer der wichtigsten Menschen, die den US-Kongress darüber informieren könnten. Wann wirst du dort eigentlich einberufen, auszusagen? When are you going to be heard? Well, wouldn't that be interesting? Ja, das wäre doch interessant, oder? Aber das hängt vom Kongress ab. Aber es würde sicherlich reinen Tisch machen, oder? Und ich hätte die Möglichkeit, die Fakten so darzustellen, wie sie sind. Ich bin gespannt, wie die Reaktionen ausfallen werden, wenn dieser Tag kommt. Und das wird nicht die letzte Anhörung sein, oder? Nach dem NDAA-Gesetz gibt es ja weitere Anhörungen. Ich kann natürlich nicht für den Kongress sprechen, aber da wurden alle richtigen Fragen gestellt. Der Kongress hat, glaube ich, das Verteidigungsministerium ganz schön eingekreist. Das erste Gespräch war sehr nett und freundlich. Lasst uns einen Rahmen schaffen, in den das Verteidigungsministerium passt und schauen, was es zu sagen hat. Und ich denke, den folgenden Anhörungen, wenn dem Kongress mehr Informationen zur Verfügung stehen, wird es noch viel, viel gezieltere Fragen geben. Da werden einige Leute auf dem heißen Stuhl sitzen und das wird wahrscheinlich ziemlich ungemütlich. Alles klar, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Vielen Dank, Luis Elizondo, dass du in der Sendung warst. Immer ein Vergnügen. Danke, dass du das tust, was du tust, und ein großes Hallo an deine Zuschauer. Vielen Dank.